Hallo Leute, ich bin Ultimate Spindash und wir fahren heute unsere Krallen aus, denn wir werfen heute einen Blick auf Valkyr. Valkyr ist ein Warframe im Stil einer Katze. Einer Katze, an der brutale Experimente durchgeführt wurden und die daher extrem angepisst ist. Sie besitzt mit 600 Panzerungen den höchsten Panzerungswert im Spiel und verzichtet dafür auf starke Schilde. Die Frage ist nur, sind ihre Krallen wirklich so scharf, wie sie aussehen, oder bleiben sie doch besser eingezogen? Valkyrs Blaupause erhaltet ihr im Markt für 35.000 Credits. Ihre Teile erhaltet ihr von Alet V auf Jupiter. Alternativ bekommt ihr sie auch zum Slot und Reaktor für 300 Platin. Valkyrs erste Fähigkeit, Reißleine, zieht sie in Richtung eures Fadenkreuzes, wenn sich eine Wand in Reichweite befindet. Wenn ihr damit auf Gegner zielt, zieht ihr diese an euch heran und verteilt Schnittschaden. Durch wiederholtes Auslösen wird die Fähigkeit kurzzeitig stärker und billiger. Ihre zweite Fähigkeit, Kriegsschrei, erhöht Panzerung und Angriffsgeschwindigkeit aller Verbündeten in Reichweite. Gleichzeitig werden Feinde in eurer Nähe verlangsamt. Ihre dritte Fähigkeit, Paralyse, betäubt Gegner, die sich unmittelbar vor euch befinden und macht sie für Finisher anfällig. Sie verbraucht recht wenig Energie, nutzt aber dafür eure Schilde mit. Valkyrs vierte Fähigkeit, Hysterie, macht sie unverwundbar und rüstet ihre Energiekrallen aus. Diese Krallen übernehmen Nahkampfmodi mit Ausnahme von Augmenten, Opferzahl und speziellen Mods wie verborgene Vitalität. Sie haben außerdem eingebauten Lifesteal, wodurch Valkyr leicht zuvor verlorene Gesundheit wiederherstellen kann. Dennoch ist Vorsicht geboten, da 30% des erlittenen Schadens gespeichert wird. Wenn Feinde innerhalb der Aura um euch herum Sichtkontakt zu euch haben, wenn die Fähigkeit endet, wird 25% dieses Schadens auf euch übertragen. Außerdem erhöht sich der Energieverbrauch der Fähigkeit bei längerer Nutzung bis auf das Sechsfache. Valkyrs passive Fähigkeit erlaubt es ihr schneller aufzustehen, wenn sie umgeworfen wird. Außerdem kann sie sich nach einem Fall aus großer Höhe schneller wieder bewegen. Dadurch kann sie aber derzeit nicht die Mod Schwerer Einschlag nutzen. Mein Bild besteht aus Kontinuität, Vitalität, Zorn, Ewiger Krieg, Verstärken, Stahlfaser, Stromlinie und Fluss. Solltet ihr Ewiger Krieg nicht besitzen, könnt ihr die Mod durch Konstitution oder flüchtige Stärke ersetzen. Valkyr ist zwar nicht auf meiner Must-Have-Liste, aber ich würde sie definitiv Leuten empfehlen, die regelmäßig Einsätze spielen. In Raids ist sie ebenfalls nützlich, da sie durch ihre Hysterie relativ gefahrlos andere Spieler wiederbeleben kann. Es ist schon sehr schwer, mit Valkyr zu sterben, und im Nahkampf wird sie Feinde immer dominieren. Und damit hätte ich nach fast 2 Jahren Videos zu allen Warframes im Spiel gemacht. Da frage ich euch jetzt, wozu wollt ihr noch mehr wissen? Schreibt es in die Kommentare und ich werde sehen, was sich machen lässt. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.